Feuer 109 in Tau und dich. Feuer 109 in Tau und dich. Es gibt im Kiesen, der bis zu heilen kommt, bis zu reinigen des eigenen Sohn, bis zu neuen Wohnen von der Gesellschaft frei, bis zu reinigen des eigenen Sohn, bis zu reinigen des Sohn, reinigen. Glücklich sein heißt dem Herrn zu kennen, den Herrn zu sehen, wie wir sehen, Christus in Wort und Tat bekennen, glücklich sein nur im Herrn. Glücklich sein heißt ganz neu geboren, Christus hat sich für sich erworben, glücklich sein. Yeah.
Mach Gottes Gnut in sein Fried mit diesen. Ja, es ist all gesagt worden. Mein Name ist Randy Giesbrech. Ich meine Frühen, unsere zwei Tänger, wie kommen von Neues Leben Gemeinde in Ilweje. Dazu, wo ich das letzte Part von meinem Leben abgewaschen sehe in Ilweje. Ich komme so klar besehen dort all von Jung ab. Die Gäste mir reden, ich soll mir Hand geben, vielleicht dann an Ofenversammlungen, Bieren und so weiter. Ich ging dort einzig mal zu warten, aber das Ganze von der Radung, das verstünd ich noch nicht so vollständig. So ist ich dann abgewaschen, sie, viele Zuwissen, wo mir dann dort gewesen geplärcht habe, dann habe ich immer wahrer Jesus gefragt, was heute mir der Sinn für jeden wird, so für jeden eine längere Zeit, Zuwiss für Zuwiss, immer wahrer, hatte ich Angst, wort, wenn Jesus diese Nacht kämpft, ich sie nicht reut. Und ich frage bloß, was meine Sinn für jeden, wenn es mich direkt los. Aber ich wusste dort, dass ich den nächsten Tag wird noch der salzige Ola Mensch sein. Ich frage bloß um Vergebung, wenn mich los, wegen dort und wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn Jesus kämpft. Und in das Heim von meinen Eltern, wo ich abgewaschen sie, sie hatten mich gelehrt zu unterscheiden, was das Reich und was das Arach, ob es was meine Eltern Salzgurch im Glauben wären. Sie fuhren auch zu Kork, das alle andere deuten. Sie mögen auch mit den Dingen mit, aber sie hatten kein Leben. Aber danach haben sie mir den Unterscheid von Schlag und Gott gelehrt. Ich sehe aber dankbar, dass Gott die Gnut schenken deut. Und sind auch vermerkt, dass ich eine Botschaft über die Wahrheit gebührt. Dann zu wissen, dass ich zu Bad ging, dann hatte ich nicht Freitag doch so, die nächsten Tag wollte ich mich wem absiegen, wie er mich mit der Radung durchhalten kann, erklären kann, wo man geraten wird. Häng ja rund, schau mir dort aber so an, wort, wenn ich den nächsten Tag nicht belebe. So, du es zu wissen im Bad, wann ich mit dem Gebet, ich sehe Jesus, du weißt wo, oder mit mir erst, du kannst mich, du sitzt mich, ich kriege dem in mein Leben an, nein. Und ich bin so dankbar, dass es nicht dort mit meiner eigenen Kraft dann geändert hat, aber wenn ich nie zurückkriege in mein Leben, dort wo der Herr mich verändert hat. Ich kriege einen anderen Sinn. Ich habe mit uns im Willen gefallen und jässliche Gemeinschaft. Ich habe nicht mal Angst für Jesus in Barakum, dass wir nicht dort Eckbeter geworden wird, aber der Herr der hat mich verändert. Du seid ich dankbar für. Einmal trete meine Eltern, ich sehe, sie wären damals nicht im Glauben gewesen. Ich sehe aber dankbar, dass sich dort geändert hat. Meine Mama, der ist nie gegenwärtig schwer krank, sie hat Krebs. Und das ist aber für ein paar Jahre drei, wo sie auch die Klarheit gekriegt hat, wo sie auch den Frieden gekriegt hat. Und von dem aus höre ich sie davon, dass sie hafte Leben gehoben hat und sie hat das Verlangen erlöst zu werden. Sie hat davon gezeugt, sie freut sich, immer zu gehen, ihren Heiland zu begehen. Du seid so grüßlich dankbar für, dass der Herr Gottes den eben nicht für immer aufscheut, wie darben uns ein Tag verstrafen. Der Thema von meiner Botschaft, das ist von dir, der Entrückung von der Gemeinde. Du wirst für alle Jahren drei und stets ein junger Jung, sie nun wird Josiah, heu wird 10 Jahre alt, heu hat das gelehrt, der Lehr über der Entrückung, und ein Zuwiss für seine Älteren zu spazieren, heu bleibt allein drei. Und wenn es dort lang vertrag, kriegt er die Überzeugung, er wird sich klar, die Entrückung wird bald passiert und er wird treu geblieben. Was er tut, er packt sich ein paar Juice, ein paar Snacks, er nimmt sich ein Maser in seine Bibel und er verstückt sich im Keller. Wegen er hat er klar, das nächste, was nun vor ihm stimmt, dort wird gegen den Antichrist zu kämpfen. Seine Älteren, die werden bald entrückt und er wird treu geblieben. Nun, eine gewisse Zeit, aber können seine Älteren ein Haus, und er hat sich gerührt, da haben wir Arsch, die Entrückung wird nicht passiert. Aber auch dann, als er Lutherisch abgewaschen wird, zeugt er noch von, dass er noch immer diese Angst hat, krank so, als er die Ostienjoscha jung gehört hat. Er hat Angst vor der Entrückung. Und so kam der Trüge Wiesbad durch, er verschmeut diese ganze Liebe von der Entrückung, und er verschmeut auch die ganze über seinen Glauben. Dort ist, woran dort von dir geht, wenn wir uns
die Lehre über die Entrückung bekicken wollen in der Bibel, dann werden wir uns so bei Vereinigung halten. Und dort ist das, wir wollen schon Dutem sagen, für wenn er das passiert. Wegen des Menschen haben das immer wahrer versagt, und für Jahren drei Dutem zu sagen, wenn er die Entrückung passiert. Dann hast du dort aus Vollschritt getan, und du dadurch erst diese Lehre lachrig geworden. Man hat das zum Spott gebrückt. Man hat gesagt, tipp mir, du passiert dir nichts. Matthäus 24, die wenigstens fünfmal an, dass keiner weiß, wenn er das passieren wird. Für Jesus sind Sachbare kommen, für Israel. Ab dieser Ehe sind Sachbare kommen, dort ist das Wort. Du für sein Tiegens gegeben, in Tiden euer Diet. Aber für Jesus sind kommen, für die Gemeinde, sind Ansachbare kommen. Wo China von dieser Welt wirklich viel anwohnen wird, der Entrückung, du sind keine Tiegens gegeben. Also wer wie kein Dutem sagen. Dort wird verentrückt worden, aber Verentrückung im Urtags, dort bedient einmal hostig Wort wahrnehmen, aber gewaltsam wem ergrieben. Wir haben eine Bibel Beispiele von jemand, der entrückt wird. Zum Beispiel Henoch. Wird wir dort der Entrückung? Er wird plötzlich bloß mit uns nicht mehr du. Aber des Philippus, er wird hostig entrückt und dann wird im Sasswo gefangen. Ganz Sasswo wird er dann. Also dort ist, wird entrückt sein, bedient. Jesus sehen Sachbare kommen für Israel in der Entrückung, das sind zwei verschiedene Dinge. Nicht immer, da wie das eine Bibel unterscheiden. Und dann haben wir mit uns auch ein falsches Verständnis kommen in sein, ja, du sind die Tickens gegeben. Wir sollen abchecken, wann der Entrückung mehr vor dir ist. Und du hast aber einen Unterscheid, wenn es einmal redet die Bibel von Jesus sind kum für die Sünde, und das nächste Mal redet von Jesus sind kum mit der Sünde. So du hast auch einen Unterscheid. Einmal redet von einer Lauf, der Begegnung, einmal redet von Bad Abbeid, also auch ein Unterscheid. Du magst wohl zwei verschiedene Kummen gemeint sein. Zwei verschiedene Kummen von Jesus Christus. Dann, wie er sagt, dort ist die Gründe der 15. der Entrückung, dort ist ein Geheimnis. Also, wenn dit Jesus ihn selbst war, das Kummen gemeint wird, dann stimmt wohl nicht. Wegen im Alten Testament ist Jesus ihn Kummen bei diesen 500 Mal erwähnt. Wo kann man nun sein, der Entrückung ist ein Geheimnis? Ja, im Neuen Testament wird dort eine neue Wahrheit, wo du offenbar wart. Und dort ist die Entrückung für die Gemeinde, nicht Jesus sein Kommen für Israel. Israel, ihre Klock, der ist sozusagen Apostel gestellt. Die Propheten im Alten Testament, die sahen diese Zeit nicht, zwischen Jesus sein erstes Kommen und sein zweites Kommen. Zum Beispiel der Prophet Daniel in seine Vision, was er hört, anläutet so, Jesus ihn üstet kum, in sein zweitet kum, dort wie ganz dicht bi, ganz dicht taub. Dort ist so, als wenn wir vor ein hohen Boy stehen, dann sieht uns dort so, dort futzt du hänger, als noch eine hohe Spätz. Wenn wir über diesen Boy nicht klottern, dann sagen wir, und du ist noch ein lange Tool zwischen. Dort ist die Zeit von der Gemeinde, die Propheten vom Alten Testament, die sahen das nicht, und für irgendwie die Gemeinde, nicht offenbar. Du wegen redet dort nie Testament von der Gemeinde in der Entrückung, dort wie ein Geheimnis, was uns im Neuen Testament offenbar wird. Die Propheten im Alten Testament, die sahen das nicht. Sie sahen bloß dort, was Israel angeht. Dann lehrt uns auch über die Bibel, dort waren die Vollzul von den Herden, wie können sein von der Gemeinde, ist angegangen, als wenn du ist alle zum Glauben gekommen sein, was du zum Glauben kommen wollen. Da wird Gott die Geschichte mit Israel vorgemerkt. Da wird Gott dort vollenden, wo er Abraham versprochen hat. Fehlt von dort, wo noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Im Neuen Testament fängt wie wenigstens drei Aufschnitten, wo dort um die Entrückung geht. 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4 und 2. Thessalonicher 2. Wir wollen das in drei Parts andeuten. Erstens fragen wir uns, wo ist die Entrückung? Zweitens, wer wird entrückt in Verneuer? Wir bleiben drin einmal in unserer Bibel, in 1. Korinther 15, in der wir uns mit der Frau beschäftigen, wo ist
der Entrückung von der Gemeinde. 1. Korinther 15, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 1. Korinther 15, 1. Kapitel über der Auferstehung. Du wird viel über der Auferstehung erklärt. Nun können die Korinther sich aber mal gefragt haben, was passiert dann mit dir, wo du noch leben wollen, wenn Jesus frisch kommt? Wenn er ja, stuhn die dann ab. Wenn er trien die, der er nie in Körper. Das wird dann in diesem Aufschnitt behandelt wird. Dort redet hier einmal von Sohne, die du noch leben wollen, wenn Jesus frisch kommt. Dort redet hier einmal von Sohne, die noch nicht gestorben worden sind. In du erklärt Paulus dann, was mit dir passiert. Die wollen verwandelt worden. Dort ist was die Entrückung für dich, die du noch leben wollen, eigentlich ist. Dort ist ein Verwandlungsprozess. Die du noch leben wollen, die wollen in einem Augenblick der nie in Körper kriegen. So all die im Glauben gestorben sind, taub, mit die du noch leben wollen, die wollen plötzlich in einem Moment ihr nie in Körper kriegen, du, wo sie Jesus begegnen wollen. Woran? Wings dort sag hier, denn Fleisch und Blut, kann ich am Himmel nennen. Dit Verwesliche, dit, was du verzweifeln dat, ab diese ihr, dis Körper, de kann ich das dit am Himmel nennen. Also, de mat isch ein Nien trien. Tode Frio, wat erste Entrückung, also könne sein, de Entrückung as ein verwandelt worden, du, für die du noch leben wollen, wo de ihr Nien Körper kriegen wollen. Siehst du die Sachen, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Immer wenn dort im Neuen Testament von einem Geheimnis redet, dann ist dort eine Wahrheit, die im Alten Testament für die Propheten nicht bekannt wird. Im Ganzen habe ich auch so eine Geheimnisse im Neuen Testament, die im Alten Testament nicht zu finden sind. In einem von diesen acht, dort ist die Entrückung von der Gemeinde. Im Alten Testament lesen wir du nicht von. Wo wird das passieren, aber wo neuer? Das sag ich plötzlich in einem Augenblick. Wo hast dich erst das? Wenn wir uns das griechische Wort absiegen für plötzlich, dann erst du am Urtag steht du das Wort Atomo. Für die du Physiker studiert hast, die wissen, was das Wort bedeutet. Ein Atomo ist das ganz kleinste Wort, das Jeff. Das Jeff nicht kleinert. Alle Materie, alles, was wir sein, wenn wir dort so weit verkleinern, dass dort nicht kleiner geht, dort ist ein Atom. Und so sage ich dort hier, so hastig wird die Entrückung passieren. Also viel hastiger als ein Augenblick. Viel charter. Du hast dann keine Zeit noch für ein Reutmärten. Ich war mir noch schwer Reutmärten dafür. Für die du treu blieben, was die antworten wollen, was du passiert hast, dann ist das all längst passiert, dann ist das all vorbei. Jemand, der wird mit 1 plus 9, meine Verwandte, meine Freund, oder mein Nuba, der ist mit 1 nicht mehr du. Aber dann ist das all passiert, so hastig. Wir lesen uns noch einen Aufschnitt in 1. Thessalonicher, Kapitel 4. In du freu wir uns, wer wird entrückt worden? Wer geht mit, oder wer bleibt drin? 1. Thessalonicher 4, Vers 13, durch 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben, und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen.
Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Diese Thessalonicher, die fehlen dort um Belehrung über die Auferstehung in der Wiederkunft von Jesus. Paulus, der predigt hier in der Stadt von Thessalonich, durch die Menschen zum Glauben, aber kurz stünd du in der Verfolgung ab, und Paulus, der muss die Stadt verlassen. Das lesen wir in Apostelgeschichte. Wenn's heute so schwind verlassen muss, hat heute diese Gläubige wenig Belehrung überreden können. Also entfiel dort Belehrung durch Eva, was passiert mit den Gläubigen, nur dem, was die sterben. Ein Jude hat einmal das Verständnis. Ein Jude versteht das, ich um eng von der Welt, dort du, wo die Verstorbenen abstehen wollen. So aus Martha von ihrem Bruder Lazarus zu Jesus sehen, ich weiß, dass er auferstehen wird, dann sagt sie, am letzten Tag. Also sie verstünden, die Gläubige, die stehen nur ab. Nur alles, nur der 1000 Jahre schräg. Am letzten Tag, dort wurde ihr nie in Körper kriegen wollen, dort wurde abstehen wollen. Also für ihn verstünden sie so, dass die durch ihr Sterben sind, die haben einen Nachteil. Die wollen dort 1000 Jahre schräg vermissen. Wenigstens die wollen mit ihr Latz abstehen. Und dann muss Paulus ihnen einen Brief schreiben, um die weiße Dinge zu erklären. Heu sage du zu ihnen, ich will dich nicht an Arbeiten herluten, über die du all entschlupen sind. Die du all im Glauben gestorben sind. Du, Reva, will ich dir Erklärung geben. Weil die wollen keinen Nachteil haben. Heu sage du, es ist wir, die wir leben, wie die wir leben, wir werden denen nicht zuvorkommen. Wir wollen dort nicht später haben als die, wenn sie wollen, bei der Entrückung auch abstehen, nicht um letzten Tag. Das sagst du, wie mit denen, die du all gestorben sind, taub waren, den Herrn begegnen. Also, die wollen auch abstehen und die wollen auch in der 1000 Jahre schrecken. Gut. Also, der Herrn kein Nachteil. Das ist, was Paulus ihnen erklären muss. Diese, die du all im Glauben gestorben wären, die nennt er Entschlafene, Entgeschlupen. Das wird die Bibel dort betiegnen. Nur nicht. Rät die Bibel von einem Entschlafenen, wandert um ein Ungläubigen jetzt. Emma bloß wandert um Gläubige jetzt. Aber wovon Trost für die Gläubige? Wann die sterben, dort eigentlich bloß das Entschlupen. Wie kann dort, wie weit dort, wird dort erst Entschlupen? Dort erst wird ganz leichtet. Die Körper, die schlappt an, bei den Tod von den Gläubigen, in der Seele, die jetzt um bei den Herrn Jesus zu sein. So fing wie dort in 2. Korinther 4, Vers 8. Aber wovon Trost? Die Gläubige, die brücken sich nicht farchen für den Tod. Für die menschliche Sied, ab dieser ihr erst dort entstorben. Aber von Gott seine Sied üt, von der himmlischen Sied üt, erst dort bloßes ein Anschlupen. Jesus, der wird uns durch die Tool durchhalten, er wird uns durchführen und das wird bloßes ein Anschlupen sein für die Gläubige. Wir im Vers 16 und 17 sind uns die Umstände von der Entrückung erklärt. Du sagst, dass die Posaune Gottes wird erschallen, der Herr, der wird vom Himmel raufkommen, die Tote in Christus, die wollen dort erste abstehen, also die Gläubige, die Gestorbene. Und da, wo wir, die wir leben, in der wir noch übergeblieben sind, wie der wir noch nicht gestorben sind, aber im Glauben sind, wo wir taub mit Jane. Wohnt sind die Jane, die du im Glauben all gestorben sind, taub mit der, wo wir an der Wolken entrückt worden, und wir waren den Herrn Jesus Christus, wo wir begegnen, nicht ab dieser Erde. An der Lauf, sagt er, an der Lauf, wo wir an begegnen, und so wo wir sind, bei ihm für alle Zeit. Danach Vers 18, so trösteten einander mit diesen Worten. Die Botschaft von der Entrückung, das soll immer ein Trost sein. So, also, soll wir hier kurz diesen Unterscheid von Jesus seine zweimal kommen. Für Israel ist dort sichtbar, für die ganze Welt. Die ganze Welt wird dort sein, den, der sie
erstärken haben. So sagst du in einem anderen Vers. In du Versen viele Tickens gejeft. Wort passieren, wort form der Herr Jesus kam und er wort ab diese Erd kommen für Israel. Aber der Entrückung für die Gemeinde, du wort dem Welt wenig von morgen. So plötzlich wort du sein, in die Begegnung, der wort eine Lauf sein, nicht bat ab diese Erd. Dann fragen wir uns vielleicht, worum ist die Begegnung von der Gemeinde in unserem Heiland eine Lauf? Worum kriegt eine Lauf? Epheser 2 lehrt uns dort, dort sucht uns sein Herrschaftsbereich, wo heu von dir regieren wird, dort ist eine Lauf. Heu wird ein schöner Engel im Himmel, von dir ist heu raufgestartet, bat eine Lauf, dort sein Herrschaftsbereich. Dann eine Trübsalstiet, wat heu nach Bad Abiir geschmähten wollen. Für diesen Jahr wird er dann noch ein Wiederruf im Aufgrund festgebunden worden. Und dann ist das Letzte noch eine Halfe ab ewig. Also wie sein das, wird das mit einem Boy aufgeht, immer Wiederruf. Aber krieg nu, wo er eine Lauf herrscht, krieg du, was die Gemeinde den Heiland begegnen, zu Wort, um den Sutton zu bewiesen, check. Du hast verloren. Die Gemeinde, der hat gesiegt. Der Herr Jesus wird sie in sich. Krag du bewiesen, wo die Sutton von dir herrscht. Und dann noch die nächste Frage, wie blättern Eva in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Du lesen wir uns die erste 7 Vers und du fragen wir uns, wenn neuer passierte Entrückung. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Sie sagt, oh, seht, der Thessalonicher, der hat ein bisschen Freude und ein bisschen Anwalt hat, und Paulus er muss Erntureva erklären. Nie irgendwie sogar ein Brief gekommen, aus wann Paulus den geschrieben hat. Dies falscher Brief, der schreibt so aus, die aus Thessalonicher, die sind all, aber der Tag des Christus, der ist all du. Du hast eine Frau, Eva. Aber was ist das Tag des Christus? Dort macht man uns das erste Frau, um diesen ganzen Aufschnitt besser zu verstehen. Paulus sagt in Luther, Paulus sagt, Ludwig nicht an Arbeit bringen, Ludwig nicht abbringen, aus wann der Tag des Christus all du es. Wort ist des Tag des Christus? Dort erklärt die Bibel Salz. Im Alten Testament viele Schriftstellen, wo immer von diesem Tag des Christus geredet wird. Eine Schriftstelle hast du von Zephania 2, Vers 2. Du sagst dort, ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber, ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Also von diesem Tag des Zorns redet hier. So haben wir auch Joel Kapitel 2, Jeremia saß auf 40 Tieren, Jesaja 34, 8. In immer wurde im Alten Testament von diesem Tag des Christus, aber diesem Tag des Zorns redet, dann sind dort diese 7 Jahre von Trübsalstiet gemeint. Andere Stehen redet von dem 70. Werk, so lesen wir dort an Daniel. Aber diese Drangsal Jakobs, was er an der anderen Stelle genannt, also dort wird uns von dir bekannt als aus 7 Jahren Trübsalstiet. Und Paulus will die Thessalonicher erklären, nee, die Trübsalstiet hat noch nicht angefangen.
Die kann noch nicht anfangen, wenn du das Wort Wort noch treholen wird. Die Thessalonicher, die müssen für ihren Glauben Verfolgung leiden. Sehr hohe Verfolgung. Also sie verstünden diese Verfolgung all aus der Trübsalzeit, wo du irgendwas sehr schrecklich sind. So diese falsche Lehrer, wo ein falschen Brief geschrieben haben, sie haben es so erklärt, dass die Gemeinde mit einer Trübsalzeit ein Ingesandter all bin. Aber Paulus sagt, nie tut es nicht so. Der Tag des Christus, der ist noch nicht du. Du hast noch Wort, was dit noch trägeln wird. Heu sag, ich mag dem Mensch der Sünde geoffenbart werden. Ich mag des Antichrist offenbar worden. Aber der kann noch nicht offenbar worden, wenn's der Aufhol ist noch nicht passiert, wenn du das Wort, was dit Ganze noch trägt. Du wolltest Luther noch abkommen. Wort ist dit, was dit noch trägt. Aber heu sag hier in unserem Aufschnitt, ich mag den Aufhol passieren. Dort ist die Zeit, wo wir von der oben leben. Das Aufhol, das Wachdrehen vom Glauben, vom achten Glauben. In dieser Zeit lebe ich von der. Niemals euer in der Geschichte von der Christenheit haftet so eine Zeit gegeben aus von der. Immer wieder so, das Christentum, das Evangelium dort verbreitet sich. Wenn ich Verfolgung passiert, dann hält das der Dreh, dass sich dort nicht wieder verbreiten können. Aber in der Zeit von der, und ganz besonders von den Jahren, von den 1960er Jahren und so weiter, dort ist die Zeit, wo das Christentum sich nicht mehr so verbreitet, aber nicht wegen Verfolgung. Nee, wir leben nicht in so einer Verfolgung. Man jaft den Glauben freiwillig ab. Das ist ein innerlicher Taubreden. Nicht vom Büten, was die Christenheit bedroht durch Verfolgung, das ist ein innerlicher Aufholen. Dort meint nicht, dass das wahre, geborene, achte, gläubige Kinder Gottes sind, die du aufholen, aber alles, was sich unter den Namen von der Christenheit nennt, fehlt von dort, dort dreht sich mit uns von den Glauben wach. In der Gesatzlosigkeit, das ist dort in Vers 7, sag ich, nehmt Eberhund. Und dort fangen wir noch mehr Schrift stehen davon. Was ist diese Gesatzlosigkeit? Die Sinn, die wir von dir sein, die jäuft dort all immer. Zum Beispiel an Sodom und Gomorra, die jäuft dort auch viel von dieser Sinn, die wir von dir sein. Aber niemals euer wird dieser Sinn von der Christenheit gut gehalten. Dort wird die Bibel von Redwan und sagt, die Gesatzlosigkeit wird der letzte Tiet überhund nehmen. Die Sinn, die wir von dir sein, die sein ich nie. Der hofft dort noch immer gejäuft. Aber du ist das ein Unterscheid. Nicht euer Wort und ja die Christenheit aus Geld betiegen. Niemals euer frucht man sich, was ne Ehe, aber üt wort soll ne Ehe bestuhn, morgen früh, aber morgen morgen. Niemals euer haf man sich gefragt, na wort as in morgen, wort as ne früh. Niemals euer haf man gesagt, dort Kind mord Salz entscheiden, wort dort wel sein. Dort as wort du von dir und ja den Numm von der Christenheit Geld gehalten wort. In Paulus, der argumentiert es dit. Ich mag der Aufhol passieren in der Gesatzlosigkeit. In ich mag der Antichrist offenbar worden, vor der Trübsalzeit passieren kann. Aber du hast wer, wem den Antichrist treholen wird. Wer ist das wer? Aber wer ist das Wort, was den treholen wird? In Vers 7, in Vers 6, was den treholt, aus ein Wort beschrieben. In Vers 7 wird ihn aus ein Wer beschrieben. Wort hast du mit gemeint? Einmal ist es Wort, einmal Wer. Im Hochdeutschen sagen wir einmal das, noch einmal sagen wir der. Aber was ist es, was den Antichrist trägt? Dort ist einmal der Heilige Jesus gemeint. Im Griechischen, in der griechischen Sprache, hat das Wort Jesus den Artikel das. Also, es ist dort ein Vers, sag Paulus zu der Thessalonicher, ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Das ist der Heilige Geist gemeint. In Vers 7 ist einmal der gesagt, wegen der Heilige Geist ist auch eine Person, und heute ist eine männliche Person, also der Geist. So, der Heilige Geist ist dort, wo den Antichrist von dir noch trägeln wird.
Um Pfingsten kam der Herr ja jetzt in der Entrückung, entschuldigt, die Gemeinde, der entstünd du durch. Bei der Entrückung, du passiert dort jeden durch. Die jetzt, und er nimmt die Gemeinde mit. Von dir aus die Gemeinde, der erste Christen, die sind dort Salz abdesiert. Die sind dort, wo dort noch Gott holen. Aber wenn die jetzt in die Gemeinde ist genommen wird, da wird alles in volle Muten aufbrechen, aufbauen worden. Und dann wird du kein Schlachtet mehr Träge holen worden. Also dort, was Paulus hier versiegt zu erklären, die Jesus als dort, wo dort von dir noch trägeln hat, also der Tag des Christus, der Trübsalstied, der hat noch nicht angefangen. Aber dann ist nun die nächste Wäsche frei. Wenn er wird der Jesus abhören, mit den Antichrist trägeln. Ein anderer wird er anders gefragt, wenn er passiert die Entrückung dann. Dort los wie in 1. Korinther 15, Vers 52, zur Zeit der letzten Posaune. Also, wovon eine Posaune ist hier gemeint? Für die, die dort verstehen, dort die Entrückung, die passiert ab dem März von der Trübsalstied, sie verstehen dort so, dort ist die siebte Posaune gemeint, wovon wir eine Offenbarung lesen. Eine Offenbarung lesen wir erst von sieben Siegel, dann sieben Posaunen, und dann sieben Zornschalen. Diese siebende, diese letzte Posaune, das ist dort sagt, zur Zeit der letzten Posaune, die passiert ab dem März von der Trübsalstied. Also, prüfen wir dort das dort erklären, wenn dann 1. Korinther 15 sagt, zur Zeit der letzten Posaune, also der Entrückung passiert ab dem März von der Trübsalstied. Dort kann einmal nicht sterben, wegen der Korinther, 1. Korinther 15, die Korinther, die würden nicht gewiss haben, wovon eine Person nicht hier gemeint wird, wegen sie haben noch nicht das Buch von der Offenbarung. Das Buch von der Offenbarung, erstmal 40 Jahre Luther geschrieben, und dort sagt, zur Zeit der letzten Person, diese eine besondere Person, aber die Korinther würden nicht gewiss haben, wo er dort wird. Sie haben das Buch von der Offenbarung nicht, also kann es nicht da gemeint sein. Können sein, dass diese Posaune, was hiervon geschrieben ist, ist ein Bild, ab dort Vers im Alten Testament, wo wir in 3. Mose 23 von lesen, dort Trompetenfass, aber dort Posaunenfass. Dort wird so die Israeliten, die haben sieben besondere Fassen. Du wirst dort Passafass, dort ein Bild ab den Tod von den Herrn Jesus Christus im Neuen Testament. Dann wird dort Fass von der ungesäuerten Brote, dort ist ein Bild ab Jesus sein Opfern von sein Blut in sein Körper. Da wird dort Fass von der Erstlingsfrüchte. Dort hat sich erfällt, sinnbildlich, mit Jesus Christus seine Auferstehung. Also wie sein Ammerwara im Neuen Testament, haben wir diese Erfüllungen von den sieben Fassen im Alten Testament. Und dann haben wir im Alten Testament dort Pfingstfass. Dort erfällt sich mit der Geburt von der Gemeinde. Die erste Feier von diesen Fassen, der haben sich mit Jesus in erstes Kum erfällt. Sinnbildlich. Die letzte drei Fassen, die wollen sich mit Jesus in der Wahrerkunft erfällt. Dann hast du dort Posaunenfass im Alten Testament, dort zum Bild ab der Entrückung. Dann hast du den Versöhnungstag. Dort zum Bild ab der Trübsalstied in dort Laubhüttenfest. Dort zum Bild ab der Düsendjahr Schreck. Wenn wir nun checken, wo diese sieben Fassen im Alten Testament nur riechen, dann sollen wir dort, dort Posaunenfest, ein Bild ab der Entrückung, dort wird euer Ost, dort Versöhnungsfest, dort zum Bild ab der Trübsalstied. Wo ich habe durchgerüht nehmen, dort die Dünnohan, dort der Entrückung, vor der Trübsalstied passiert, vor den sieben schrecklichen Jahren, ab der sie ihr Anfang waren, wenn wir checken, wo dort noch riecht. Bezieh dort habe ich mehr Schriftstehen in der Bibel, und ich will hier für sie nie Gründe zu geben, woran die Bibel sich so zu verstehen hat, dort die Entrückung passiert vor den sieben Jahren Trübsalstied. Ein Tod wie all in Thessalonica, dort die Jesus in der Gemeinde, die mit ihr Schwachenum, vorm dort oben bohren wollen. Also die halt nie dort noch treten, die mit ihr Schwachenum wollen. Dann haben wir noch eine Schrift steht, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10.
Du sagst dort, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Wovon eine Stunde der Versuchung es hier gemeint? Versuchungen haftet immer jejef an dieser Welt. Aber niemals euer haftet eine Stunde der Versuchung jejef, die über die ganze Erde, das sage ich hier, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Aber die Trübsalstid, das ist eine Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Aber zu dieser Gemeinde wird verhalten, auch wo die du verbewohren, für diese Stunde, nicht allein bloß für die Versiegung, für diese Stunde, wo er die du verbewohren. Also, wie du redest, verstehst, die Gemeinde ist dann auch nicht du, wenn das passiert. Wenn ich dort sage, ich war die bewohren für diese Stunde. Woran, in der Antwort nächste, 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10, lesen wir uns du noch einmal ein Vers. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Entschuldigung, ich merke hier 2. Thessalonicher gelesen. Ich will 1. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir haben hier schon diese Schriftstelle im Alten Testament gelesen, von diesem Tag des Zorns, diese 7 Jahre, wo Gott seinen Zorn ab diese Erde ausschütten wird. Dann sage ich dort hier, aber und diese Gläubige sage ich dort, der Herr Jesus, der rat uns von den Zorn. Wovon Zorn? Das sage ich den zukünftigen. Also Kinder Gottes, die sind nicht für den Führer seinen Zorn bestimmt. Woran würden die da noch ab diese Erde sein, wenn der Führer seinen Zorn ab diese Erde schmidt? In Kraxo Kapitel 4 verschneien. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Also was würde die Gemeinde dann hier auf dieser Welt tun, wenn Gott seinen Zorn ausschüttet? Also ich sage, Kinder Gottes, die sind nicht für Gott seinen Zorn bestimmt. Dort ist der nächste, ihr sagt du fair, woran der Entrückung dann die Gemeinde all euer wahrnimmt, form diese T-Champ. Wenn wir dann nicht checken, eine Offenbarung. In die ersten 3 Kapitel, du fängst wie die Gemeinde soll fehl. Und dann von Kapitel 6 bis Kapitel 18, wo die Trübsalstid beschrieben wird, du hast die Gemeinde nicht ein einziges Mal erwähnt. Du fängst mit der Gemeinde nicht mal. Kapitel 19, wo das um den Himmel in der Ewigkeit geht, du warst ja. Aber nicht in diesem Kapitel, wo dort die Trübsalstid beschrieben ist. Und dann lesen wir uns nun noch ein Vers in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8 in Vira. Johannes befängt sich hier eine Vision im Himmel. Er sieht hier 24 Älteste im Himmel. Und wir wollen uns fragen, wer sind diese Älteste, die all im Himmel sind, vor der Trübsalstid Anfang. Offenbarung 4, Vers 8, durch 10. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Johannes sieht an seiner Vision, diese 24 Älteste, all am Himmel, all entrückt, in Ischmo an Kapitel saß, wir sind hier noch nicht an Kapitel saß, Ischmo an Kapitel saß, als wo die 7 Jahre Trübsalstid anfangen. Also wer ist hier dann all am Himmel entrückt worden? Dort ist der Freo, wer sind diese 24 Älteste?
Israel konnet einmal nicht sein, wenn's für Israel hat Gott ab diese Erde noch ein wiederen Plun. Da düsen ja schräg in so Vira. Also Israel konnet nicht sein, da tjennet nicht die Märtyrer sein in der Trübsalztiet. Wenn's durch ein Unerscheid. Diese Älteste, 24, dort sagst du, sie haben witte Kleurer und sie haben Krone. Wenn wir Luther lesen an Kapitel 7, du lest wie von den Menschen, die für ihren Glauben eine Trübsalstät gestorben sind, von denen lest wie, sie haben witte Kleurer, aber keine Kronen. Sie haben Palmen in ihrer Hohn. Also als du irgendein Unterscheid, so kann diese 24 Älteste nicht die Märtyrer in der Trübsalstät sein. Und dann sagst du, wir, sie seien von sich, wir sind erkauft. Und sie nahmen sich Könige und Priester. Und dann lesen wir in 1. Petrus, du sagst dort, wie aus Gläubige die Gemeinde, dort sind Priester und Könige. Also sind diese 24 Älteste, dort ist hier eine Beschreibung für die Gläubige, für die Könige und Priester, für die Gemeinde. Also so wie in Offenbarung 5, als die Gemeinde all entrückt, diese 24 Älteste sind ein Sinnbild dafür. Eine nächste Antwort, eine nächste Erklärung, woran der Entrückung vor der Trübsalstied passiert. Wings an Daniel 9, wurde auch der Trübsalstied beschrieben, als du sagst dort, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Wer ist dein Volk? Wer ist deine heilige Stadt? Dort ist Israel, die Juden in Jerusalem. Also der Trübsalstied ist für Israel bestimmt, nicht für die Gemeinde. Und nächstes Bild im Alten Testament und Noah in der Sintflut jedoch, Noah in alle Tieren werden an der Arche band, in der wird verschluten, formt dort gerecht. Anfang, also die Gemeinde, als auch ich an Sicherheit gebracht, formt dort gerecht. Anfang. Krach so, in 1. Mose 19, Lot in seine Familie, der Engel, der sagte Lot, ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Er kann mit dort gerecht nicht anfangen, sagte der Engel, form du, in diese Stadt Rüdbass in eine andere Stadt an Sicherheit gebracht ist. Also Gott bringt die Sinje euch an Sicherheit, form heu mit Sinje reich, über die Angläubige anfangen. So habe ich diese Beispiele davon. Was passiert dann, wenn der Entrückung ist, was passiert sein? Im Himmel, du fängst dann dort die Reich von der Gläubige statt, nicht der Angläubige. Du jetzt keiner verloren, ob ein 1. Korinther 13 lese wie von den Richterstuhl Christi, und dit gerecht jetzt doch nicht am verloren, er gerat zu sein. Hier sind die Gläubige, und die Wort belohnt, und wäre die kriegen ein Lohn, aber die Lieden ein Schuden. Vielleicht für dort sind nicht Dollar ihren Herrn Jesus Christus gedeint haben. Also dort passiert dann im Himmel der Richterstuhl Christi, dort gerecht für die Gläubige, und du wirst die Chaos passieren, die Hochzeit des Lammes, die Brigum und die Brüte aus Gemeinde, die passiert dann im Himmel. Was passiert hier über dem Abiert für die, die dort treu geblieben sind? Die wollen sich auch genug Lehnissen überdenken, was du passiert ist, und in Nurech wird verschiedene Bände tun, woran mit uns viele Menschen nicht mehr du sind. Für all die Jahre treu stünd all an eine rische Pass, die hiervor wir dort ein anderer Himmelskörper, ein Komet, wie können wir sagen, Bezos, ein anderer Planet, dort wird tödlich bei uns Erde kommen, in dieser Anziehungskraft, diese Gravität, die wird wesse Menschen von uns Planet rauftragen. Weil die dort ist, wo die Welt die Menschen reut merken. Die gläuft auch ohne eine Entrückung, in die merken die Menschen reut, ab der Lehnis, die die Luther dann gläufen sollen, wenn die Entrückung ist, was passiert sein. Man wird bloß sein, ein anderer Planet, oder andere Aliens, oder wie immer, die sind gekommen in der Hand, Menschen von dem Planet raufgetragen. Wo dich bi, sei wie bei der Entrückung, ein Dutum, tja wie kein Saaten. Aber wann wie sein, die Bibel, die beschreibt viele Titens, wo du passieren wollen, vor Jesus sein Sechbaret kum für Israel ist. Also wann wie diese Titens bekicken, dass Jesus sein Sechbaret
kum für Israel gunstig bias, dann erste Entrückung wahrscheinlich wenigstens 7 Jahre dichter Bira. Also für die Entrückung sind nicht Tiegens Jejef, aber für Jesus sind kum für Israel jo, in das du dichter Bira savi. Er wollte ihm ein paar von diesen Tiegens verfehlen, der an Erfüllung gegangen sind, dort Jesus für Israel kämmt. Wings 100 Prophezeiungen sind all an Erfüllung gegangen. Ein von den Klosten ist dort, dort im Alten Testament fing wie immer war, dort Israel in die Juden, die werden drei in ihr Land eintragen. Nun lesen wir von im Alten Testament, dort sei wie von den Jahren 18 Bira, wo Millionen von Juden von der ersten Tag drei in ihre Heimat tragen. Dort ist das Erste. Nächste, 1948 wird Israel aus Land gegründet und dort Land, dort bleicht von dir. Wie sein auch von dir, wird dort römische Rückfrisch abstundet und diese Vision von dem Standbild an Daniel dort sei, wie sein, wo diese falsche Kirche, diese Hure Babylon, eine politische und eine wirtschaftliche Macht geworden ist. Von der schon Tag, wie in Israel gewas es, der Haftfläche sein, dort die Tempelgeräte und die Priesterkleurer für den dritten Tempel, die sind all reut, dort Israel den dritten Tempel frisch ansaten wird. In Matthäus 24, du lese von Krieg, von Hungersnot, von Krankheiten, die an der letzten 100 Jahre säuer teilen umhaben. Dann lese von Erdbeben in Naturkatastrophen, der in der letzten 30 Jahre Sorte genommen haben. Dann soll wir aber, dort Krieg, Hungersnot, Krankheiten, Erdbeben, dort haftet noch immer Jejef. Also kann uns wer sagen, dit ist kein Tiken, dort Jesus Bild frisch kämpft. Aber Matthäus 24 verglichtet dit auch mit Geburtswehen, dass du nur die Geburt kämpft. Dass du nur Jesus in Wahrheit kommt, dass du stärker in Kraft fallen wollen, diese Dinge antreten. Und dort sei wie bloß in dieser Zeit, wo dit mit den ersten in den zweiten Weltkrieg in Savira immer stärker und stärker wird. Dann noch das nächste, die Bibel redet von der letzten Zeit, wird der Aufwand passieren und die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Dort habe ich schon erklärt, was dort ist. Also das sind alles Zeichen davon, dass Jesus in Kumpfer für Israel als günstig bin. Dort kann passieren. Also erste Entrückung, desto dichter Bira. Das Wichtige ist nun noch, in der letzten Frage, was haben wir aus Christen, aus Kinder Gottes dann nicht zu tun? Das war, wie uns mit den Hüßen nehmen, ich will uns drei Dinge mitgeben. Paulus sagt zu Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, merkt wir dort, das redet hier von der letzten Zeit, dann sag Paulus zu Timotheus, dort sollst du weiten. Wo kriegen wir, wo do wir uns weiten zu ihnen? Wo kriegen wir mehr Verständnis, aber mehr weiten über die letzte Zeit? Indem dort wie die Bibel lesen, indem dort wie gerufen eine Bibel. Also Timotheus, der soll wort weiten. Dort kommt nicht für Salz. So wie sollen weiten sein? Wie sollen der Erkenntnis haben? Wie sollen uns beschaffen mit der Liebe von der letzten Zeit? Und wo do wie dort? Indem dort wie an Gott sein wird, forschen und nur gerufen werden. Dort Buch von der Offenbarung, es geht dort Buch von der letzten Zeit. Dann sagst du im Umfang, glückselig ist der, die Worte der Prophetie liest. Weil ihr ein kein anderes Buch, eine Bibel, als uns so eine Verheutung aus dir gegeben. Weil hier sagst du, glückselig ist der, der die Wort von der Prophetie, von den Prophezeiungen liest. Also wie sollen dort lesen, wie sollen uns mit der Liebe von der Engtid, soll wie uns beschaffen. Matthäus 24 sagt, dort ist auch ein Kapitel von der Engtid. Dann sagt dort, wer es liest, da meint er für, wie sollen lesen, der achte darauf. Weißt du kämpft eine Zeit, du wollen die Juden umfangen, in der Trübsalzeit, die wollen umfangen, dort Neue Testament zu lesen, dann wollen sie umfangen, dort zu achten, dann wollen sie dort erkennen, jo Jesus wird der Messias, und die wollen sich bekehren. In 2. Luther wahrscheinlich wird Jesus kommen. Also du sagst, wer es liest, der achte darauf. Wie sollen lesen?
Und wir sollen uns mit der Liebe von der Bibel beschäftigen. So viele Mal hier wieder von der ersten Tag, du wirst gesagt, oh, diese Zeit, wo wir beim Leben, du hast so viel Verführung, so viel verschiedene Lehren. Und wir beten sogar vielleicht, Herr, bewahr uns für Verführung. Weil du hast bloß ein Wahrheit dafür, wo wir für Verführung bewahrt worden, dort ist Gott sein Wort. Der Helde Jesus, der wird uns nicht openborn, bezieht Gott sein Wort. Wenn wir für die Verführung bewahrt blieben, dann habe ich Gott sein Wort zu studieren. Also dort ist das Erste, wir sollen weitend sein. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen. Das Zweite, ich los den Vers, all 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet euch einander mit diesen Worten. Und dort redet du von der Entrückung. Also der Entrückung, dort soll uns in Trost sein. Wir sollen uns um sich trösten, uns um sich Mut merken. Die Gläubigen, die sollen sich immer wahrer begrüßen mit der Herr ist nahe. Der Entrückung, die passiert meist fort. Und unsere Spezie, und unsere Gemeinschaft untereinander. Wo immer dort erst Gemeinschaftstag Araram derschen so wäre, wir sollen uns trösten mit dieser Liebe, wir sollen uns Mut merken, wir sollen jemand absiegen, der du vielleicht dohl hast in den Mut merken. Ganz besonders und die, die du all im Glauben sind. Und dann nun noch der Dritte, Wort mit denen, die noch nicht im Glauben sind. Und jedoch, und der Liebe von der Entrückung, dann sagt Judas 1,23, andere aber rettet mit Furcht. Indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Dort jetzt ich so zu verstehen, du sind so ne, die sind dort vier und so dicht bi. Wie sollen die noch über dort vier reden? Die sind deren Tod vielleicht so dicht bi. Der lutere Tiet, ich war ihr nur einer, der in der Ewigkeit gegangen ist. Und du und ich weit nicht, wo dicht bi, wie sind. Und wenn du noch nicht im Glauben bist, dann ist dort so zu sein, und dort du all mehr an der vier Bein bist. Die Kleurer, die Regenfläche und Mess singrig. Sag ich dort, rat andere mit falsch zu reden, förm die an das vier Nangun. Dort wird wie an der Angläubige sagen. Wie sollen die warnen, der Entrückung, die passiert, so aus der Tenoa seine Tiet wir. China acht Uhr ab, aber wie sollen das wir drehen? Vielleicht hast du jemanden, der sagt, ja, ich will mich bekehren, wann ich diese Tietens erst soll. Wann die Trübsalztiet ist Anfang, und ich träge geblieben sie, der andere sind entrückt, und ich sie träge geblieben, dann wollte ich mich bekehren. Dort muss ich eine Warnung lesen, 2. Thessalonicher, die Farsch, denke ich, hat wie uns all gelesen, 2. Thessalonicher, tienen auf, für die sich treußen, ich will mich bekehren, wann ich ihr soll, dort die Tieten anfangen. Du sagst dort, 2. Thessalonicher 2, Vers 10 auf. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Dort sage ich hier, wer von dir nicht der Läufte der Wahrheit gehört hat, wer von dir sich nicht auf Wort bekehren, wer von dir nicht zum Glauben kam, den wird Luther von Gott durch Hand gegeben worden. Gott wird ihn durch Hand geben, dort der Lehrnis von den Antichrist glauben wird. Und der wird die Wahrheit nicht verstehen. Den wird die Jungen teuer holen worden. Warum so? Hat die Gott nicht gelegenheit gehört? Ganz sicher. Dort sage ich, dort ist jemand, der hat die Leute die Wahrheit von dir nicht gehört. Von dir ist die Gelegenheit noch, von dir darf ich nie Leben kriegen. Dort geht nicht um, wie gemeint zu werden, oder getauft zu werden, oder meine Älteren, dort sind jedoch Christen, oder in Gauret vernehmen zu merken, oder dort mal sei er ihren zu merken. Das ist alles nicht, was die Bibel von redet. Die Bibel redet von Buße in Glauben und nie Leben. Von dir ist die Gelegenheit du. Aber wer von dir nicht dort an die leichte Tiden, woran wurde dort Luther an die schwere Tiden? Und dort sag ich an den Auftrag, die Warnung, Gott wird ihn dann durch Hand geben. Du hast die Wahrheit nicht glauben wollt, und nie glaub die Lehnes. Also dort ist die Warnung und der Angläubige, aber der Trost für die, die du auch glauben, die du auch nie leben haben. Wir sollen uns mit der Liebe von der Entrückung treußen. Amen.
Nummer 609 Tag und ich. Nummer 609 Tag und ich. Erwache, Herr Gott, Christ, Herr, kommt Wacht, weil es geht, in großer Herrlichkeit zu richten, alle Menschen glauben, Gott und warte auf, mach dich bereit. Der große Schöpfer, Himmel und Sonne, der die ganze Schöpfung mit Gott am hohen Himmel und sagt, in dem Kapitel 1. Korinther 15, wo dort an der Entrückung geht, du sagst dort an den ganz letzten Vers, was wir da nicht zu tun haben. Ich will uns diesen Vers lesen, indem wir uns Haupt neigen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.